Hallo und willkommen zum Start eines neuen Let's Plays. Und zwar zu dem eigentlich schon Klassiker-Spiel Age of Mythology. Ein Spiel meiner Kindheit, dem geistigen Nachfolger von Age of Empires 2. Einem wunderbaren Strategiespiel insgesamt. Und ich freue mich gerade so mega. Ich schwelge auch jetzt schon wieder in Vergangenheitserinnerungen. Es ist einfach ein echt tolles Spiel. Auch die Singleplayer-Kampagne ist für ein Strategiespiel einfach bloß Hammer und sehr umfangreich. Und die werden wir jetzt spielen. Es gibt hier zahlreiche Kampagnen. Wir werden uns für den Start jetzt erstmal auf die Kampagne des Grundspiels stürzen. Aber bevor wir das jetzt machen, eigentlich vielleicht mal ein paar kleine Worte noch verlieren. Und zwar, vom Schema her ist das Spiel wie Age of Empires. Bloß 3D-Grafik halt im Gegensatz zum zweiten Teil. Mittlerweile hat der dritte Teil ja auch 3D-Grafik, aber auf jeden Fall ist es vom Schema her genau dasselbe. Hier ist allerdings der entscheidende Unterschied. Hier gibt es nicht diese Nationen oder so. Also eigentlich gibt es schon Nationen, aber bloß 4, beziehungsweise seit einem Jahr 5. Und zwar die alten Zivilisationen Griechen, Ägypter, Wikinger, die fiktiven Atlanta und die Chinesen. Und ich finde, das ist von Hause aus sehr cool, weil mit all diesen Mythologien und Geschichten sind einfach sehr coole Kampagnen und Geschichten möglich. Und ja, das hat sich wohl dieser Kopf in diesem Studio damals gedacht. Er hat es auch damals gut umgesetzt. Es ist ein wunderbares Spiel. Es klingt jetzt so, als würde ich jetzt hochstapeln, aber ganz ehrlich, jeder, der das früher in seiner Kindheit gespielt hat, wird mir eigentlich zustimmen. Das war jetzt so das Spiel mal so grob umrundet, worum es geht. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir starten einfach die Kampagne und ich werde dann im Laufe des Let's Plays und des Spielens sicher noch ein, zwei Worte darüber verlieren. Wir werden es auf Mittel spielen. Ich bin jetzt nicht so der Overpro, was dieses Spiel... eigentlich bin ich ziemlich gut in dem Spiel, aber ich habe keine Lust hier große Schwierigkeiten zu geraten, vor allem da ich eingerostet bin. Und ja, der Sturz des Dreizacks, die Kampagne des Grundspiels. Wir legen los. Prolog. Unruhige Träume. Athene erscheint Akanthos im Traum, um ihn auf seine Aufgabe vorzubereiten. Das war Volteris, nicht wahr? Es ist schon lange her, dass du ihn in die Unterwelt verbannt hast, Akanthos. Kämpfst du wieder alte Schlachten? Ja, alte Feinde. Ich sehe sie hier immer noch. Du hast viele Schlachten für Atlantis geschlagen und bist Feinden gegenübergetreten, vor denen andere zurückgewichen wären. All das ist lange her. Die Feinde von Atlantis leben nur noch in meinen Träumen. Jetzt habe ich es mit jämmerlichen Piraten zu tun. Glaubst du das wirklich, Atlanta? Atlantis hat immer noch Feinde und du bist derjenige, der ihnen entgegentritt. Jedem, der mein Heim oder meine Familie bedroht, ist bald ein Platz in meinen Träumen gewiss. Diese Feinde sind nicht wie die anderen, Akanthos. Sei auf der Hut. Dunkle Zeiten stehen bevor. Und du wirst gebraucht. Akanthos, wache auf. Admiral? Herr? Ja? Am Horizont wurde Land gesichtet. Wir sollten Atlantis bald erreichen. Ausgezeichnet. Wie freue ich mich darauf, meinen Sohn Castor wiederzusehen. Ja. Akanthos meine ich. Unser Hauptprotagonist in dieser Kampagne. Und hier, der schöne und ruhige Hafen von Atlantis. Ihr könnt die Omen nicht ignorieren, Akanthos. Poseidons Missfallen ist nur allzu deutlich. Wir müssen helfen, die Belagerung von Troja zu beenden. Wenn wir jetzt ausrücken, sind wir erst dort, wenn die Schlacht geschlagen ist. Und selbst wenn wir rechtzeitig eintreffen, können wir nur noch das Banner von Atlantis zeigen. Keine Aufgabe für einen Admiral. Wir würden Agamemnon beleidigen, wenn wir einen der jüngeren Offiziere schicken. Er beschwert sich bereits über die geringe Aufmerksamkeit gegenüber den griechischen Kolonien. Nein, ihr müsst es sein. Was ist das? Beim Heiligen... Castor, bleib hier! Bring die Petropoli herauf! So, und da sind wir auch schon. Atlantis-Streitmacht ist unterwegs. Haltet den Hafen, bis sie eintrifft.
Die erste Mission ist eine klassische Haltung. Alkantos ist ein Held und sehr effektiv im Kampf gegen mythische Einheiten wie Kraken etc. Lass uns ja erstmal reden. So, da halten wir ihn mal unter Beschuss. Kraken gehören zu den leider echt widerspenstigen Freunden. Sehr gut, aber wir sollten auf weitere Angriffe vorbereitet sein. In Küstennähe sind sie allerdings besiegbar. So, und im Grunde ist es hier eine klassische Halte-Wellen-von-Feinden-auf-Mission. Ihr seht es hier schon alleine vom Display her. Das hier ist wirklich absolut klassisch vom System her. Bedenken Sie, weitere Toxotes können Einheiten, in der Schießanlage ausgebildet werden. Man muss seine Dorfbewohner eben Nahrung, Holz oder wo ist es, Gold ernten lassen. Es gibt noch ein, zwei andere Funktionen, die ich jetzt im Laufe des Spiels noch erklären werde. Aber prinzipiell ist das hier wirklich... Das war auch der Grund, warum ich das Tutorial übersprungen habe. Weil hier gibt es nicht wirklich was zu lernen. Ihr habt es vielleicht schon bei dem Intro gesehen. Es geht hier eben um diesen Akanthos, der jetzt eben eine noch unbekannte Bedrohung aufhalten. Piraten! Ein Landungstrupp! Zumindest der Prophezeiung der Göttin Athene nach. Sonst habe ich zu viel geredet jetzt. Ich muss dran denken, hier brav zu bauen. Brav zu bauen, weil angegriffen werden wir auf jeden Fall. Leche, was los? Wird sogar im Laufe des Spiels noch relativ stressig. Da kommen recht viele Feinde noch auf uns zu. Jetzt geht's noch. Aber ich muss dran denken, mich nicht ablenken zu lassen. Ich versuche zwischendurch immer mal ein bisschen zu reden. Kriege ich von Hause aus ja auch ganz gut hin. Prosecce. Vulome. Prosecce. Malista. Etimus. Esto. Prosecce. Metalefs. Wir wissen jetzt auch eigentlich auch gar nicht, warum die Piraten uns angreifen. Etimus. Poro. Piraten. Gut, Atlantis wird jetzt nicht so die arme Stadt sein. Ich vermute mal, wir werden sich so denken, ah, da werden wir ein bisschen Gold machen können. Gut, das werden die Piraten noch bereuen. Oh ja. Orthos. Aber das hier ist erst der Auftakt. Da passiert noch eine Menge mehr. Ich will jetzt wirklich nicht so wirken, als einige Dorfbewohner arbeiten im Dorfzentrum westlich des Hafens. Wenn sie einen bestimmten Rohstoff zu wenig haben, sollten sie ihnen befehlen, diesen zu sammeln. Habe ich doch schon gemacht, du Olle. Ich will jetzt nicht so wirken, als würde ich hier total hochstapeln, aber ich liebe dieses Spiel einfach. Und ich bin auch echt happy, dass ich jetzt beschlossen habe, es zu Let's Playen. Und ein weiterer Krake! Poseidons Zorn ist deutlich! Der Zorn Poseidons. Wir müssen ihm widerstehen. Hetimos. Ah, diese Kraken. Ah, ich bin ein bisschen eingerostet, muss ich leider auch zugeben. Ich weiß es gar nicht, wie habe ich das denn früher gemacht? Leche, Orthos, Etimus, Landungstrupp wieder. Prostagma. Das kriegen wir schon hin. Ich brauche auf jeden Fall mehr Nahrung, weil für die ganzen Soldaten. Wo ist denn hier ein Kornspeicher? Kornspeicher brauchen wir. Müssen wir da bauen? Doch, hier ist er. So, ich sammle Nahrung schneller. Das ist es. Also, wir müssen schnell für Nahrung sorgen, damit wir den Soldaten-Nachschub gewährleisten können. Der Kraki hat leider unsere Obliten dezimiert, aber dafür ist er gleich von unseren Türmen erledigt. Hätte ich mir den Nahkampf mit den Obliten eigentlich sparen können. Gute Arbeit, aber haltet die Augen offen. Schneller, ach was soll's, schneller Holz und Gold sammeln ist auch gut. Wenn wir mal ein bisschen langfristig denken, ist die Investition eine ganz gute Idee. Orthos. Alkantos, vergesst nicht, den göttlichen Zauber zu beschwören. Das machen wir Sie mal. Finden die göttlichen Zauber am oberen Bildrand in der Mitte. Jetzt werden der göttliche Zauber Regen steigert den Ertrag ihrer Felder. Jetzt werden quasi... Das ist auch ein sehr cooles Feature, habe ich ganz vergessen zu erklären. Es gibt hier diese göttlichen Zauber, also... Noch ein Krake auf dem Weg zur Küste! Ist doch gut. Je nachdem, welche Götter man zum Anbeten auswählt und je nachdem, welche Zivilisation man spielt, umso andere Zauber hat man. Das ist also tatsächlich ein sehr wichtiges und ein Landungstrupp! Und jetzt haben wir hier den Regenzauber, einer der Anfangszauber unseres Gottes. Poseidon, Gott des Meeres, Gott der Stürme, passt ja da. Leje, Metalex.
Προσεχέ. Θρητόμος. Ohne mal schon zu teilen. Unsere Rohstoffproduktion ist ein bisschen aufgebohrt, das ist sehr gut. Also da mal sorgen hier. Ausgezeichnet, alle Mann an die Posten, es ist noch nicht vorbei. Nee, da kommt noch mehr, das weiß ich selbst. Gibt's hier bereits. Es wäre von Vorteil, Waffen und Panzerung ihrer Einheiten in der Waffenkammer weiterzuentwickeln. Hab ich doch schon gemacht, meine Gute. Keine Sorge. Du redest hier mit keinem Anfänger mehr. Prostagmani. So, wundert euch nicht, ich hasse es, aber wenn meine Soldaten nicht in Formation stehen, da werde ich fast wahnsinnig. Wahnsinnig! So, jetzt haben wir hier mal ein paar Minuten eine Ruhephase, bis die nächste Welle kommt. Schwarze Segel! Piraten! Da sind sie, da sind sie. Prostagma, Orthos. Leider ist hier die eine Piste. Hetimos, Pani. Beunruhigend schwach bewacht. Pani. Vielleicht werde ich gleich ein paar. Vielleicht werde ich gleich ein paar Männer abziehen müssen. Hier sind insgesamt gerade zu wenig Männer. Das war noch gar kein Landungstrupp, das waren einfach ein paar Schiffe, die abgeknallt werden wollten. Na gut. So können die Piraten Atlantis nicht einnehmen. Was denken sie sich? Ich könnte sagen, was der göttliche Zauber Wiederherstellung heilt ihre Einheiten und repariert ihre Gebäude. So, das hier ist jetzt ein Heilzauber, wie sie es eben gesagt hat. Das können wir eigentlich auch. Ah, nee, ist jetzt noch nicht nötig. Können wir aber gleich mal in der Schlacht machen. Wenn die wirklich ersten großen Trupps kommen. Und ja. Den Satz Bogenschützen wäre jetzt auch ganz gut. Und da ist uns auch schon tatsächlich das Bewohnerlimit ausgegangen. Wie bei Age of Empires kann man nur mittels Häusern oder Dorfzentren eben sein Bevölkerungslimit erhöhen. Dort kommt noch ein Krake! Betet, dass dies der letzte ist! Und also ihr wisst schon, was ich gemeint habe mit geistiger Nachfolger von Age of Empires. Ein Landungstrupp der Piraten! Die Parallelen nicht zu übersehen. Prostagma, Orthos, Lege, Pano. So, da ist Lege, Landungstrupp. Da beginnt die Schlacht auch schon. Hier sieht es soweit gut aus. Ah, Skorpion, das ist jetzt eine mythische Einheit. Wie gesagt, es ist ja. In jedem. Zivilisation hat auch die Farbe gewesen. Oh, verdammt, okay. Weniger quatschen, mehr kommentieren, ja. Oh, weia, Mist. Da bringt jetzt auch der Hals aber nichts mehr. Habe ich jetzt zu viel geredet? Egal. Also, jede. Zivilisation hatte ja auch ihre mythischen Fabelwesen. Und hier, der Skorpionmann ist ein Fabelwesen der Ägypter. Eigentlich werden wir ja auch von den Ägyptern gerade angegriffen. Es gibt jetzt keine eigene Piratenfraktion, keine eigene Piratenzivilisation. Deswegen dachte man sich, wir nehmen jetzt einfach mal die Ägypter hier. Also ja, nichts dabei denken. Schnell für Verstärkung sorgen, das waren jetzt doch recht verlustreiche Scharmützel. Aber alles. Prostagma, oh weh, okay. Ich glaube. Ja, das ist die finale Welle. Jetzt läuft es, Leute. Jetzt läuft es. Jetzt kommt es drauf an. Da los! Jetzt kommt es drauf an. Akanthos, die Verstärkung aus Atlantis ist eingetroffen. Verstärkung. Befehlt uns, Akanthos. Keine Minute zu spät. Hetimos. Zu früh, meine ich. So, schnell. Von der einen Küste herstoßen. Verstärkung kommt vom Kamm. Das ist zwar eng gewesen. Liegt daran auch, dass ich ein bisschen eingerostet bin. Und ich ein bisschen viel mit Quatsch beschäftigt war. Aber ihr seht es, der Feind hat jetzt keine Chance mehr. Leie. Ziehen sich zurück. Die Piraten fliehen. Es braucht mehr als eine Handvoll Piraten, um Atlantis zu überrennen. Oh ja. Aber
Vielleicht wollten sie Atlantis gar nicht überrennen. Vielleicht waren sie auf der Suche nach etwas. Vielleicht waren sie auf der Suche nach dem Dreizack. Ich wusste es. Ein weiterer Fingerzeig von Poseidon, Arkantos. Seine Kreaturen helfen den Piraten. Vater, der Dreizack wurde gestohlen. Was? Ja, er wurde während der Schlacht gestohlen. Hamos. Es könnte kein klareres Zeichen geben, Arkantos. Wir verlieren Poseidons Gunst. Wir müssen handeln. Grunz. Ich gehe zurück nach Troja, wie ihr verlangt. Ich werde den Dreizack auf dem Weg dorthin zurückerobern. Zethos, nehmt Vorräte an Bord und sammelt unsere Männer. Wir stechen in See. Kann ich mitkommen? Nein, ich brauche dich hier, falls sie zurückkommen. Keine Sorge, ich werde bald zurück sein. Nein, wird er nicht. Das wird eine sehr lange Reise. Spoiler-Alarm. Also dann, und das war auch schon die erste Mission von Age of Empires. Ich hab's jetzt sogar selbst gesagt. Von Age of Mythology. Und jetzt haben wir unsere Mission. Wir müssen diesen Dreizack zurückholen und danach direkt bei der Belagerung von Troja helfen. Da steht uns ja eine Menge bevor. Also dann, das war auch schon die erste Folge von Let's Play Age of Mythology. Ich hoffe, wir werden noch sehr viel Spaß mit dem Spiel haben. Ich verabschiede mich für jetzt von euch. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und bis zur nächsten Folge. Ciao.